Rabimmel, Rabammel, Rabum. Das riecht nach Ärger. Willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Jawolski, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier perfekt um 20 Uhr. Wahrscheinlich wird das hier eine kleine Premiere sein. Premiere ist eigentlich die Folge live. Also wir gucken uns die Folge live gemeinsam an um 20 Uhr. Das Video ist dann trotzdem noch online. Ich habe die YouTube-Premieren-Funktion jetzt schon ein paar Mal genutzt, aber jetzt schon in den letzten Monaten eigentlich fast gar nicht mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir es heute mal gemeinsam so. Und ja, let's go. Das ist mein Champions League Team. Ich habe das hier ein bisschen umgestellt von der letzten Woche, weil ich habe Skill Boost erhöht und verbessert und hatte auf einmal dieses Team als 96er. Habe ich heute früh geguckt. Alter, WTF, ich kann das Champions League Event gar nicht spielen. Ich kann keine Versus Angriff spielen, weil ich halt ein 96er Team hatte. Habe da ein bisschen die Spieler hin und her getauscht. Ronaldo nach rechts, Mané in den Sturm und so. Und deswegen passt es jetzt mit dem 95er Team. Des Weiteren habt ihr schon am Anfang des Videos gesehen, es gibt ein kleines neues Event in Ausrufezeichen, weil es ist ein Pack-Event. Man muss halt FIFA-Points ausgeben für japanische Spieler, die Golden Week. Was hat das damit eigentlich auf sich? Gab es das letztes Jahr auch Golden Week? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Auf jeden Fall habe ich da, wenn es dieses Event letztes Jahr gab, habe ich aber überhaupt nichts gemacht zu diesem Event, glaube ich. Dieses Mal werde ich ein Pack öffnen, hier dieses Golden Week Party, weil wenn ich mir diese normalen Packs holen würde, müsste ich mindestens 3, 4, 5 Packs davon öffnen, dass ich hier auf 1000 All-Star-Punkte bekomme, also komme, und dann könnte ich mir eventuell hier einen Takashi Inui holen oder einen Minamino. Ein Honda wird wahrscheinlich nicht drin sein mit 2000 Punkten. Klar kann ich diese Inui-Punkte bekommen oder Minamino-Punkte, aber die sind so selten, solche normalen Punkte zu bekommen, dass man den Spieler gleich bekommt. Deswegen, ich werde zu diesem Event nicht aufladen. Ich hatte mir auch im Vorfeld überlegt, mache ich Knallgas oder mache ich Knallgas zum TOTS? Weil ich denke, das nächste Event, was rauskommen wird, ist das TOTS. Und dann habe ich mir überlegt, nee, komm, ich mache lieber zum TOTS Knallgas. Ich bin auch ehrlich, ich würde gerne zu jedem Event, was EA raushaut, gerne Packs öffnen, gerne das machen, gerne FIFA Points ausgeben, aber zu jedem Event ist das nicht möglich, Leute. Zu jedem Event ist das nicht möglich. Ich habe jetzt noch 2000 FIFA Points auf der Uhr, deswegen öffne ich mit euch gemeinsam jetzt hier einfach mal ein Golden Week Party Pack. Da können wir ja auch gute Spieler drin haben. Hier sogar einen Dybala 97 könnten wir ziehen, aber wir haben ja hier gemischte Boosts drin. Ich weiß nicht, wie viele Boosts. Es werden ja nicht nur 3 Boost-Karten sein, das wäre ja ziemlich dumm für 1000 FIFA-Points. Muss ich einfach mal schauen, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Let's go, wir öffnen das jetzt hier mal und ich bin gespannt, was wir hier ziehen. So, da ist das Pack, Golden Week Pack, let's go. Also das Design sieht gut aus, aber ich frage mich, wieso gibt es da nur Japaner bei diesem Event? Gibt es irgendwie in Japan so ein Golden Week Event, also in Real Life jetzt auch? Keine Ahnung, Leute, klärt mich mal auf unten in den Kommentaren. Ich öffne das Pack, let's go, mal gucken, was wir hier drin haben werden. Und ich glaube, das sind nur Skill Boost. Eieieiei, Kopfball Skill Boost. Habe ich nicht mal einen. Schießen Skill Boost ist okay, ich glaube, Schießen hat Ronaldo sogar. Und Angriff habe ich auch keinen. Okay, ich habe jetzt hier, das ist jetzt hier, also ich hätte gedacht, ich krieg so einen richtigen Skill-Boost-Bundle und nicht nur 3. Also das finde ich ziemlich, ziemlich, ziemlich schwach aus diesem Pack. Und nicht mal irgendwie so ein Elite-Spieler. Also eine Elite-Spieler hätte EA da auch noch reinpacken können. Auch wenn es nur ein 80er oder ein 81er, keine Ahnung, wer gewesen wäre, ne? Aber nur Skill-Boost, das finde ich jetzt ein bisschen schwach. Was labert der, ey? Okay, ich habe gerade nachgeschaut, Ronaldo hat nicht schießen, also die ganzen Skillboosts, die ich da gerade drin hatte, haben mir überhaupt eigentlich gar nichts gebracht. Oster-Event haben wir und Champions-League-Event haben wir. Champions-League-Event werde ich bin realistisch jetzt hier einfach mal, ich werde es nicht schaffen, auf Kevin De Bruyne zu kommen. Deswegen müssten wir uns überlegen, ob ich mir Suarez holen soll oder die Champions-League-Punkte für Skillboost aus und für Erfahrungspunkte ausgeben soll. Schreibt es einfach mal unten in den Kommentaren, beziehungsweise diejenigen, die bei der Premiere dabei sind, jetzt in den Live-Chat.
Da bin ich mal gespannt, wie ihr euch entscheidet. Ich gehe auch nochmal gleich rein ins Champions League Event und spiele da halt die Versus Angriffsspiele noch, um halt ein paar Pünktchen noch zu holen und uns klar zu machen. Das blaue Ei haben wir, Erfahrungspunkte, einen Korbpunkt mit drin, ein Pysanke-Ei kann ich jetzt hier aktivieren. Let's go, 12 Stunden muss ich dafür warten, aber 4 Korbpunkte nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Und jetzt ist hier ziemlich starke Beleuchtung hier, weil ich sitze hier direkt vorm Fenster und da kommt halt jetzt gerade die Sonne rein. So, das Sonnchen. Korbboni, nee, ich wollte beim Oster-Event jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Oster-Event möchte ich jetzt hier wieder rausgehen, sondern ich möchte reingehen in Champions League. Da haben wir sie. Das Champions League Event. Ich hoffe, dass es zum Halbfinale, Finale auch so ein Event geben wird mit einer Weekend League. Und ich hoffe auf eine ein Team-Upgrade von 100, dass man stärkstens ein 100er Team verwenden darf. Weil ich finde es eigentlich ganz nice. Das Blöde, das ist jetzt halt blöd gelaufen, weil ich halt in der ersten Woche gar nicht so wirklich spielen konnte. Weil ich halt krank gewesen bin. Hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Aber ich habe jetzt hier 4600 Punkte. Und auf Luis Suarez würde ich noch easy kommen. 1300, 1400 Punkte. Das könnte ich noch easy schaffen. Aber Suarez würde ich dann halt nur ehrlicherweise verkaufen. Weil Suarez, ich habe Ronaldo im Sturm. Und ich finde halt Ronaldo, es ist halt Ronaldo. Und Suarez, Su 96, zack, bringt ungefähr. Hier, schaut euch mal diesen Golden Week-Spieler an. BTF, Alter, 50 Millionen. Hier, Suarez kostet 21, sagen wir mal 20 Millionen kriege ich für Suarez. Soll ich die 20 Millionen dann nehmen? Also soll ich mir Suarez holen, den verkaufen, oder soll ich halt lieber die Skillboost-Karten nehmen? Weil Skillboost-Karten würde ich für 6000 Punkte schon richtig viele bekommen. Wenn wir jetzt hier mal ausrechnen, 100 Skillboost für 50 Champions League-Punkte, das macht 500 Champions League-Punkte sind 1000 Skillboost. Und das Ganze dann mal 12 sind 12.000 Skillboost-Karten. Also 12.000 normale Skillboost-Karten. Klar, ich würde es dann aufteilen. Ich würde mir seltene holen. Ich würde mir epische holen. Ich würde mir legendäre holen. Ich würde halt das Ganze so aufteilen. Aber die normalen Skillboost habe ich halt am häufigsten im Team. Da müssen wir uns mal entscheiden, Leute. Schreibt es echt mal rein. Mal gucken, wie ihr euch entscheidet. Beziehungsweise am Ende entscheidet natürlich ich. Aber ihr könnt ja der Entscheidung beihelfen, sagen wir es mal so, ne? Genau. Jetzt spiele ich hier noch ein bisschen Versus Angriff. Die Inform, also die TDW Quest Packs möchte ich auch noch öffnen, ganz klar. Aber erstmal gehe ich rein in Versus Angriff und ich hoffe, dass das hier ja siegreich für mich ausgehen wird. Des Weiteren gibt es morgen früh eine neue Folge von Ich bewerte eure Teams. Ich hatte euch informiert im Community Tab. Es haben ganz, ganz viele mitbekommen. Ohne Witz, ich hatte das, glaube ich, um 13.55 Uhr hatte ich das im Community-Tab gepostet und um 14 Uhr hatte ich schon mehr als 10 Teams. Also richtig, richtig aktiv. Fettes Dankeschön an euch, diejenigen, die halt schon das Team geschickt haben. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Teams auf meinem PC gezogen und werde die dann jetzt hier in, ja, nicht nur einer Folge bewerten, sondern in mehreren Folgen werde ich die Teams dann von euch bewerten. Aber morgen gibt es dann erstmal die erste Folge und dann gibt es, habe ich so geplant, in der unter der Woche auch noch mal das ein oder andere Video um 17 Uhr. Also ich bewerte eure Teams. Wird jetzt nicht täglich kommen, aber habe ich jetzt erstmal wieder ein paar Folgen im Voraus aufgenommen, sodass ihr nächste Woche auch, ja, vielleicht mit dabei seid in der Folge, ne? Ich bewerte eure Teams. So, Luis Figo. Wir führen, also ich starte immer gut rein in die Partie, aber am Ende schwächle ich dann. Das ist, passiert mir so oft, dass ich hier den führe, aber trotzdem verliere. Okay, 10 zu 9, Leute. Am Ende ist es sowas von knapp gewesen. Und ich hatte es schon so oft gesagt, wenn man Champions League vs. Angriff spielt, dann gewinne ich entweder mit einem Tor Unterschied oder ich verliere mit einem Tor Unterschied. Oder es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Ein Tor Voraus, ein Tor Abstand, also ein Tor verliere ich oder ein Tor gewinne ich. Oder es gibt Spiele, wo ich halt dann komplett rein scheiß, sage ich mal, mit 5 oder 6 Toren Abstand. Tut mir leid für den Begriff.
aber es ist einfach so. Genau, ein Sieg ist am Start. Ich guck mal in die Inform-Packs rein, die darf ich nicht vergessen. Am Ende komme ich wieder nicht auf das 750er-Pack hier. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Ich hoffe, dass ich heute den ersten Inform-Spieler bekomme, den ersten Elite-Spieler, weil es sind ja richtig gute Spieler dabei diese Woche. Ich glaube, Mbappé 92, also wenn wir den ziehen, wäre es schon heftig, Mann. Ich muss noch einen Spieler trainieren und dann können wir das Pack schon öffnen. Und ich wähle mal hier, ja, Arne Meyer geht ja nicht, Donnarumma, weil Donnarumma, den werde ich dann eh, wenn ich dann einen neuen Torhüter habe, voraussichtlich De Gea, irgendeine Variante von dem. Champions League soll ich mir ja nicht holen, der Champions League De Gea soll nicht gut sein, deswegen muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht den Team of the Year hole, aber da muss ich noch halt an Münzen generieren, Münzen sparen und ja, den werde ich dann halt, Donnarumma werde ich in De Gea reintrainieren, weil es macht einfach keinen Sinn, den 80er, den 82er Donnarumma jetzt nochmal zu verkaufen, wenn ich den schon auf 90 hochtrainiert habe. So, erstes Inform-Pack. Erstes Inform-Pack, da ist leider nichts drin. Doch, da haben wir einen Walton drin. Walton mit 70 bringt überhaupt gar nichts. Und das zweite haben wir auch kein Glück. Koda, also diese Woche läuft es nicht so gut mit den Inform-Packs. Diese Woche läuft es überhaupt nicht gut mit den Inform-Packs. Und ich würde sagen, das soll es auch heute schon gewesen sein mit der heutigen 20-Uhr-Folge. Ja, schöner Champions League vs. Angriffssieg dabei gewesen, Golden Week Pack und natürlich morgen früh direkt mit der neuen Folge. Ich bewerte eure Teams und 20 Uhr natürlich auch nochmal eine neue Folge von FIFA Mobile. Ich sag klar, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Dankeschön an alle, die bei der Premiere dabei gewesen sind. Ich hoffe, es gab eine Premiere, ansonsten ist das ziemlich verwöhnt, wenn es keine Premiere gab und ich hier die ganze Zeit mit Premiere rumlabere.